Alles klar. Ich werde mal meinen Bildschirm freigeben und danach seht ihr Lumina und mich nicht mehr, und zwar, wenn das funktioniert. Okay, Bildschirm freigeben. Jetzt seht ihr eine Bildübersicht mit einigen Bildern, die ich hier in eine Bibliothek aufgenommen habe. Das sind Ausflugsfotos, Schnappschüsse, könnte man sagen, von einem Frühlingsspaziergang. Den Knospen sieht man an, dass das nicht in diesem Jahr gewesen ist, sondern im letzten Jahr. Und so sieht das bei Lumina 4 in der Bildübersicht aus, wenn man das Programm öffnet normalerweise und die Bildübersicht sieht. So, ich will ganz kurz noch einen Ausflug machen, und zwar zeigen, wie man eine neue Bibliothek bzw. einen neuen Katalog, die Begriffe kann man gleich verstehen, Bibliothek und Katalog, und die werden in Lumina auch beide verwendet. Sie meinen aber dasselbe. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal, aber reine Gewöhnungssache. Eine wichtige Funktion, die viele vielleicht gar nicht kennen, ist, dass man in Lumina mit mehreren Katalogen arbeiten kann. Dazu geht man auf Datei, Katalog und kann dann einen neuen Katalog anlegen. Ein Katalog ist immer eine Sammlung von Fotos, die in Lumina verwaltet werden, wobei man sagen muss, es sind nur Verweise auf Bilder auf der Festplatte, die in Lumina verwaltet werden. Die Bilder liegen irgendwo auf der Platte und man kann dann Verzeichnisse in den Katalog einfügen oder eben auch nicht. Die Standardfunktion von Lumina ist, dass es erstmal das Standard-Bildverzeichnis in Windows oder auf dem Mac komplett einlesen will. Und wenn da sehr viele Bilder drin sind, dann kann es sein, dass Lumina langsam wird. Deshalb ist mein Tipp, nicht alle Bilder darin aufzunehmen, sondern nur ausgewählte Verzeichnisse, mit denen man tatsächlich arbeiten will. Und das geht eben über Katalog neu. Da kann man dann einen neuen Katalog auf der Festplatte anlegen. Und der ist anschließend leer. Und um dann neue Bilder, ich klicke jetzt mal nicht auf den neuen Katalog, weil ich habe für das Webinar heute diesen schon angelegt. Wenn man dann den leeren Katalog am Bildschirm hat, da sind dann keine Bilder zu sehen, dann kann man hier rechts in der Seitenleiste, wo Ordner steht, kann man dann auf Plus klicken. Und kann dann die Bilder, die Verzeichnisse aufnehmen, die man in Lumina verwalten möchte. Und das ist dann teilweise ökonomischer, also etwas performance-schonender für den Rechner, wenn man es so macht, dass man einzelne Ordner in Lumina aufnimmt. Und da darf man sich hier durch neue Ordner nicht verwirren lassen. Das bedeutet, dass der Ordner, der jetzt hier angeklickt ist, in den Katalog aufgenommen wird. Also es wird kein neuer erzeugt, sondern er wird neu in den Katalog, Schrägstrich die Bibliothek aufgenommen. Also das zum Anlegen von Katalogen. Und man kann auch mehrere Kataloge haben und dann jeweils auswählen, mit welchem man arbeiten möchte. Dafür geht man hier unter Katalog zum Beispiel auf zuletzt benutzte Dokumente. Und da gibt es hier einige Kataloge, mit denen ich zuletzt gearbeitet habe. Wenn der hier nicht auftaucht in der Liste der letzten Kataloge, dann kann man den Katalog auch einfach in der Festplatte doppelt anklicken. Dann geht Lumina auch auf mit diesem Katalog. Oder man geht auf Katalog öffnen und wählt dann das Verzeichnis mit dem Katalog aus, den man jetzt öffnen möchte. Also man kann nur einen Katalog gleichzeitig geöffnet haben in Lumina. Durch das Öffnen eines neuen Kataloges schließt sich automatisch der alte Katalog. Man kann aber eben den jederzeit auch wieder öffnen. Und wenn man wollte, wäre das auch der Trick, um verschiedene Bearbeitungsvarianten von Bildern sich anzulegen. Aber das ist für die Anfänger, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen zu weit. Also Kataloge anlegen und öffnen geht über das Katalogmenü. Es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Bilder zu bearbeiten in Lumina, und zwar indem ich auf Einzelbild bearbeiten klicke und einfach eine einzelne Bilddatei anklicke, die dann in Lumina geöffnet wird zum Bearbeiten. Wie das Bearbeiten aussieht, da kommen wir gleich hin. So, ich will
euch noch ganz kurz diese Bildübersicht zeigen. Ihr könnt hier nach bestimmten Kriterien sortieren und auch filtern. Sortieren ist hier rechts das Dropdown-Menü oder die Auswahl nach Aufnahmezeiten, Bearbeitungszeit, Bewertung, Auswahl, naja, Farbetikett, Dateiname, Dateityp und so weiter. Es geht aufsteigend oder absteigend. Wichtig für mich sind eigentlich immer Aufnahmezeit oder Bewertung. Und beim Filtern gibt es die Möglichkeit, alle Bilder anzuzeigen. Das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Oder wenn man eben Vorauswahl getroffen hat, die Favoriten oder Bilder mit bestimmten Sternebewertungen anzuzeigen. Es gibt auch noch Farbmarkierungen, nach denen kann man auch suchen. Ich persönlich verwende in Lumina bisher nur die Sternemarkierungen. Farbmarkierungen kann man aber zusätzlich kombinieren. Das heißt, man kann ein Bild mit einer Sternebewertung bewerten und auch noch mit einer Farbmarkierung. So, das kann in komplexeren Fällen mal interessant sein, im Alltag meistens aber ehrlich gesagt nicht. Also in meinem Alltag, sage ich jetzt mal. Ihr werdet vielleicht andere Beispiele dafür finden. Wenn ich jetzt Bilder durchsehen will, dann kann ich das machen, indem ich hier einfach ja, entweder in der Bildübersicht durchscrolle. Ich kann die Bilder auch noch größer machen. Da gibt es hier oben diese Auswahl Klein, Mittel, Groß, Größte. Wenn ich Größte mache, dann kann ich die Bilder schon sehr gut erkennen und kann dann die Bilder, die ich bearbeiten möchte, mit einem Stern markieren. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ach Mensch, hier, das sieht schön aus, Spaziergang in Hamburg. Da vergebe ich jetzt einen Stern und das kann ich machen, indem ich hier unten auf die Sterne klicke. 1, 2 oder 5 oder was auch immer ich da möchte. Um den Stern wieder loszuwerden, kann ich entweder mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und dann Bewertung festlegen, 0 auswählen. Ich kann auch einfach die Zifferntasten 0 bis 5 verwenden. Wenn ich jetzt die 1 drücke auf der Tastatur, dann vergibt Lumina hier einen Stern. Wenn ich den wieder loswerden will, drücke ich einfach auf die 0 und dann habe ich es zurückgesetzt. Und die andere Variante wäre, dass ich einzelne Bilder anklicke, also mit einem Doppelklick. Dann komme ich in die Einzelbildansicht und hier kann ich dann das Bild etwas größer sehen und kann mit dem Pfeil, wenn ich mit der Maus hier nach rechts wandere auf den rechten Rand, dann sehe ich, dass hier so ein Pfeil erscheint, kann ich hier durch die Bilder durchseppen, sage ich jetzt mal, und kann Sterne vergeben. Dieses Bild hier wird euch vielleicht aus der Facebook-Gruppe schon bekannt vorkommen. Das ist das, was ich jemand hatte geschrieben, apokalyptisches Szenario gebastelt habe in Lumina 4.2 und habe da eben entsprechend die Funktion Augmented Sky verwendet, die ich euch nachher auch zeigen werde. So, zurück zur Übersicht. Das ist das, was ich im Schnelldurchlauf zumindest mal für den Überblick zeigen wollte. Ich werde nochmal zurückschalten jetzt auf die Sprecheransicht, um zu schauen, gibt es von Anfängerseiten Fragen zum Thema Bildübersicht, die ich jetzt dringend sofort beantworten sollte. Wenn, dann schreibt sie jetzt gerne in den Chat. Weil jetzt sehe ich ihn gerade wieder. Okay. Vielleicht habe ich jetzt auch jemanden überrascht. Aber wenn ihr soweit klar seid, dann machen wir weiter. Nächster Schritt wäre, ich mache wieder Bildschirm freigeben. Lumina. So, jetzt müsstet ihr wieder meinen Bildschirm sehen. Nächster Schritt wäre jetzt das Bearbeiten eines Bildes. Und da nehme ich mal eins, das ich ausgewählt hatte. Und dazu verwende ich mal diesen Filter mit einem Stern oder mehr, damit ich die Bilder sehe, von denen ich dachte, das zeige ich euch mal, was man da so mitmachen kann. Nehmen wir mal dieses hier. Die Bilder sind übrigens alle
Ich glaube, alle, die ich hier jetzt zeige, sind alle mit dem iPhone geschossen, also eher Schnappschusscharakter. So, wenn ich da jetzt einen Doppelklick mache, dann sehe ich das Bild in größer. Wenn ich das jetzt bearbeiten möchte mit den Werkzeugen, die Luminar so bietet, dann muss ich hier rechts mit dem Button Bearbeiten von Bibliothek auf Bearbeiten umschalten. Und dann sehe ich die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen. So, jetzt habe ich hier vom Zoom noch ein bisschen was im Weg, das möchte ich mal zur Seite schieben. Genau, so. Wenn ich ein Bild jetzt wirklich für Einsteiger, wenn ich ein Bild neu öffne in Luminar, so wie das jetzt hier aussieht, dann mache ich das üblicherweise so, dass ich als erstes in den Tab Wesentliches gehe und hier rechts diese Symbole, mit denen ich gerade, wo ich gerade mit der Maus drüber fahre, die heißen Tabs in Luminar-Sprache neuerdings. Der oberste ist Ebenen, da kommen wir nachher noch zu. Das ist, ich würde sagen, ein bisschen eine fortgeschrittene Funktion. Dann gibt es den Bereich Arbeitsfläche. Dann gibt es den Bereich Wesentliches oder den Tab Wesentliches. Ich habe in meinem Buch dazu Bereiche gesagt, weil Tab im Deutschen so ein bisschen holperig klingt. Kreativ, Porträt und Pro. So, und dann gibt es hier unten noch den Verlauf. Das heißt, ich kann hier einzelne, jetzt würde ich da noch nichts sehen. Später kann ich da einzelne Bearbeitungsschritte sehen und kann die auch einzeln wieder zurücknehmen. So, das sind die wesentlichen Funktionen. Und der Anfang ist normalerweise Wesentliches. So, das heißt, hier klicke ich auf diesen Bereich Wesentliches und da habe ich jetzt die, wie der Name schon sagt, wesentlichen Funktionen, um ein Bild zu bearbeiten, beziehungsweise um ein Foto zu verbessern. Luminar hat jetzt immer mehr Funktionen, die ja, man nutzen kann, um Bilder künstlerisch zu verfremden, bis hin zu jetzt sogar Composings, also Kompositionen, Collagen von verschiedenen Bildern. Unter Wesentliches finden sich tatsächlich die grundlegenden Werkzeuge, um ein Foto erstmal zu verbessern. So, und da kann ich jetzt mit Helligkeit anfangen. Da sind die wesentlichen Werkzeuge, die man kennt von im Grunde den meisten Bildbearbeitungsprogrammen. Das heißt, man kann den Weißabgleich verändern, wenn das Bild jetzt einen Farbstich durch einen falschen Weißabgleich in der Kamera hätte. Ich kann die Temperatur wärmer machen, also ins Gelbliche ziehen oder kühler machen, ins Bläuliche. Ich kann auch eine Färbung ins Grüne oder ins Lilane erzeugen. Das macht Sinn, wenn man Farbstiche in Bildern ausgleichen will. Meistens passiert das, wenn man in Räumen fotografiert, wo Kunstlicht geherrscht hat, also Neonröhren oder ähnliche Dinge, und die Kamera kam damit nicht gut zurecht. Oder man hatte manuellen Weißabgleich an der Kamera eingestellt. Wie gesagt, hier kann man die Farben entsprechend dann korrigieren und die Belichtung auch. Unter erweiterte Einstellungen gibt es dann noch mehr Möglichkeiten, das Bild grundlegend zu verändern. Ich will hier nicht auf alle eingehen. Für alle Einsteiger und Fortgeschrittene möchte ich aber nochmal auf die Gradationskurve, das ist dieses Werkzeug hier, hinweisen. Ja, wie soll ich sagen, das mehr Beachtung verdient in den meisten Fällen, als es vielleicht bekommt, weil man hier die Kontraste und die Farben und die Hell-Dunkel-Werte alles in einem Werkzeug verstellen kann. Das heißt, das hier ist ja, bei fortgeschrittenen Bildbearbeitern extrem beliebt. Lohnt sich definitiv hier mal zu schauen. Hier kann ich nämlich Punkte setzen, wenn ich mit der Maus draufklicke. Und kann hier zum Beispiel, das ist ganz beliebt, so eine kleine S-Kurve auf das Bild legen. S-Kurve insofern, als dass die Kurve hier einen kleinen Bauch nach unten hat. Das heißt, die dunklen Bildtöne werden ein bisschen weiter nach unten, also ins Dunkle gezogen. Die hellen werden ein bisschen nach oben gezogen, was auf Deutsch bedeutet, ich habe einen höheren Kontrast im Bild. Man sieht hier auch, dass die Der linke Bereich dieser Kurve, das ist das Histogramm mit den dunklen Tönen, der linke Bereich ein bisschen nach links wandert, wenn ich das nach unten ziehe.
der rechte Bereich ein bisschen nach oben. Das heißt, hier kann ich auf elegante Art die Kontraste im Bild erhöhen, ohne dass es zu Verlusten kommt. Das heißt, links und rechts wandern keine Tonwerte aus diesem Histogramm heraus. Das würde bedeuten, dass ich da ja, Tonwertabrisse habe. Die wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass möglichst alle Bildtöne sich in diesem sichtbaren Bereich des Histogramms befinden. Also kleiner Ausflug ins Histogramm. Will ich auch nicht zu sehr ausweiten, weil das ja auch teilweise ein bisschen mehr Hintergrundwissen erfordert. Das kann man gerne nochmal nachlesen, aber ich wollte einfach auf dieses Werkzeug gerne nochmal hinweisen. Inzwischen bin ich bei den AI-Enhancern, also bei den Werkzeugen mit künstlicher Intelligenz gelandet, zum automatischen Bildoptimieren. Hier kann man ich setze auch den hier nochmal komplett zurück. Also hier kann man ein vermeintlich erstmal langweiliges Foto mit einem Regler sehr, sehr schnell in ein fertiges Foto verwandeln. Und wenn man jetzt wollte, müsste man auch eigentlich gar nicht mehr machen, als jetzt AI-Akzent ein bisschen nach rechts zu rücken. Normalerweise gehe ich dann eher in den nicht so hohen Bereich, aber dieses Bild war jetzt ein bisschen flau, obwohl ich es beim Fotografieren ziemlich dramatisch empfunden habe. Insofern kommt das der Sache schon näher. Dann gibt es den AI Sky Enhancer, damit kann ich den Himmel noch dramatischer gestalten. Wenn es ein blauer Himmel ist, dann macht der AI Sky Enhancer auch den blauen Himmel noch ein bisschen knackiger. Und AI Structure verbessert generell den Eindruck von Struktur und Schärfe im Bild. Damit versuche ich es nicht so zu übertreiben. Wenn man ganz nach rechts geht, dann sieht das sehr künstlich aus. Aber so nicht so hohe Werte machen das eigentlich ganz gut. So, noch ein Werkzeug, das ich sehr gerne zeige zum Verbessern des Schärfeeindrucks, ist das Werkzeug Detailverbesserung. Hier habe ich die Möglichkeit, mit drei Reglern die Details besser zum Vorschein zu bringen. Dafür ist es immer gut, wenn man mit der Lupe einmal auf das Bild klickt und den 100% Zoom einstellt, weil so sieht man das Bild eben in der Originalgröße und kann dann sehen, ob man das mit der Schärfe gerade übertreibt oder nicht. Ich nehme hier bei dem Detailwerkzeug meist Werte von kurz unter 10. Das hat sich bei meinen Bildern bewährt. Und jetzt sehe ich hier, weil es ein Handyfoto ist, das kann dann auch mal ein bisschen verrauscht aussehen. Ich weiß nicht, ob man das über Zoom jetzt auch erkennen kann. Jedenfalls wäre mein nächster Schritt hier jetzt, das Bildrauschen zu entfernen. Und es gibt zwei Arten von Rauschen in Fotos, nämlich Luminanz, also Hell-Dunkel-Rauschen. Das sind einfach nur ja, grisselige Punkte. Oder Farbrauschen. Farbrauschen hat man manchmal, es ist ein bisschen seltener, es kommt vor, wenn ein Sensor jetzt mit der Lichtsituation, also der Sensor der Kamera überlastet war. So, jetzt kommt hier im Chat eine Anfrage. Christian, gute Idee, den Neulingen das Vorher-Nachher zeigen mit dem Button oben. Super, danke für den Hinweis. Und ich habe jetzt gerade gelernt, ich kann den Chat doch sehen, wenn da einer was reinschreibt. Ja, Zoom ist schon cool. Okay, den Vorher-Nachher-Schalter, genau, das ist dieses Auge hier vorne. Also im oberen Bereich über dem Bild gibt es so ein Augensymbol. Wenn man da mit der Maus draufklickt und festhält, dann sieht man das Bild, wie es vorher war. Und wenn ich es wieder loslasse, sehe ich das bearbeitete Bild. Das ist sehr, sehr hilfreich, um zwischendurch mal zu gucken, wie weit man es schon vielleicht übertrieben hat und die Regler wieder ein bisschen zurückzudrehen. Und eine andere Ansicht, die ich auch sehr mag, ist den Vorher-Nachher-Vergleich mit dem Regler dazwischen. Das heißt, man sieht links das Vorherbild, rechts das Nachherbild und man kann diese Grenze auch noch verschieben. Also wie so ein Vorhang kann man das nach rechts und links verschieben. Also wer immer in Lumina neu ist, dem geht es vielleicht wie mir. Ich habe da am Anfang stundenlang Vorher-Nachher hin und her gewischt, weil ich das so schön fand. Wenn man es übrigens wieder in die Mitte haben will, kann man einen Doppelklick machen auf diese Linie, dann ist die wieder in der Mitte. Das nur am Rande. Und ausschalten tut man es wieder über den gleichen Button.
mit dem Vorher-Nachher-Vergleich. So. Ja, jetzt sieht das Bild eigentlich so schon ziemlich gut aus. Und es gibt noch ein paar Standardregler, die ich gut finde für Landschaftsfotos, nämlich Dunst entfernen, mit Vorsicht zu genießen. Der macht tatsächlich, der reduziert Dunst bei diesigen Bildern und erhöht allgemein so ein bisschen den Kontrast und die Farbkontraste. Goldene Stunde färbt ein bisschen warm. Das und erhöht den Farbkontrast. Das ist sehr, sehr schön bei Bildern, die man jetzt zum Beispiel morgens, abends aufnimmt, die ein bisschen wärmer wirken sollen. Grünverbesserung macht Grüntöne knalliger. Ich benutze es ehrlich gesagt so gut wie nie. Man sieht, es wird, wenn man will, beliebig grell. Es gibt allerdings unter erweiterte Einstellungen, wenn man das hier aufklappt, die Möglichkeit, dieses Grellgrün in eine andere Farbe umzutönen. Und da wird es dann wieder ganz interessant, weil man kann mit ein bisschen Tricksen das hier jetzt in ein Herbstfeld umwandeln. So, jetzt sieht es so aus, als hätten wir schon reifes Getreide, aber in Wahrheit war es grün. So, ich mache das jetzt an diesem Bild mal nicht. Also das wäre das grundlegende Optimieren von Fotos, die dann auch noch ein bisschen was mit dem Foto zu tun haben, was man ursprünglich mal gemacht hat. Die Gefahr bei Lumina, ihr kennt es ja, ist die, dass man es übertreibt. Deshalb ist es immer ganz gut, mal zu schauen, im Vorher-Nachher-Vergleich, hat das noch was mit dem zu tun, was ich am Anfang mal hatte? Und wenn nicht, dann sage ich immer, es ist dann in Ordnung, wenn man gute Gründe dafür hat. Also wenn man sich überlegt, dass man absichtlich ein Bild in eine bestimmte Richtung bringen möchte, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, ist auch mal, ja, in Anführungszeichen zu übertreiben. So, jetzt haben wir hier noch ein Standardproblem des Bildes, nämlich es ist schief. So, um Bilder gerade zu rücken, gibt es zwei einfache Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist hier oben über das Beschneiden-Werkzeug oder Zuschneiden-Werkzeug. Das ist diese Art Raute über dem Bildschirm. Das Bild nicht nur zuzuschneiden, sondern eben auch zu drehen. Dafür gehe ich mit der Maus an den Bildrand, an so eine Ecke von dem Bild. Dann bekomme ich einen runden Pfeil und den kann ich dann, da klicke ich jetzt und dann kann ich es drehen und dann bekomme ich ein Raster, das mir auch ermöglicht, jetzt hier die Dachfirsten gerade zu rücken. So, und wenn ich das dann richtig finde und auch den Ausschnitt, kann ich natürlich hier jetzt entsprechend auch verändern. Also ich kann das jetzt größer und kleiner machen, aber ich will es mal beim Drehen belassen. Genau. So, und klicke jetzt hier oben rechts auf den blauen Button, wo fertig steht. Und dann habe ich das Bild gerade gerückt. So. Damit wäre das jetzt also eine grundlegende Bearbeitung eines Fotos, das einfach nur ein bisschen Pep gebraucht hat. Okay. Ich zeige mal den nächsten Tab bzw. Arbeitsbereich, der heißt hier Kreativ. Und unter Kreativ finden wir jetzt so ein paar verrücktere Funktionen, von denen ihr einige kennt, weil das Lumina teilweise so ein bisschen berühmt gemacht hat. Die Funktion, die es als erstes gab, war die Funktion Sonnenstrahlen, die sehr anders war, als man das von anderen Programmen so kannte. Ich gehe jetzt hier nicht alle Werkzeuge durch. Ich lade da auch immer sehr gerne ein, zu spielen. Sonnenstrahlen war ja das erste Werkzeug, das Lumina bekannt gemacht hat. Ich will es kurz zeigen. Es ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil immer neue Funktionen dann wieder kommen, auf die erstmal alle springen. So, das heißt, zuerst gab es eine Welle von Bildern mit künstlichen Sonnenstrahlen und ich zeige mal kurz, wie das geht. So, das heißt, ich würde jetzt hier die Stärke
ein bisschen erhöhen und sehe ich, dass Lumina hier eine künstliche Sonne im Bild hat. Und die kann ich jetzt mit dem Button Sonnenzentrum platzieren, überall hinschieben. So, und das Coole an Lumina ist, dass es so schlau ist, dass es hier sieht, dass ich innerhalb der Wolkenschicht diese Sonne verschiebe. Und jetzt werdet ihr sehen, dass die Sonne unterhalb der Wolken eben durchstrahlt oder entsprechend hinter den Wolken verschwinden kann. Und das kann es eben auch mit anderen Objekten, Kirchtürmen und Ähnlichem im Bild, sodass ich die Möglichkeit habe, die Sonne eben realistisch durch Objekte oder, naja, mehr oder weniger realistisch, aber schon ziemlich realistisch durch Objekte durchscheinen zu lassen. Und es gibt hier noch ein paar andere Effekte, an denen ich drehen kann. Ich kann die Sonnenstrahlen in der Länge verändern. Ich kann die Durchdringung, Penetration ist das hier, ist nicht übersetzt, verändern, sodass es jetzt zum Beispiel durch die oberen Wolken nicht so stark durchstrahlt. Ich kann die Anzahl der Sonnenstrahlen verändern. Meistens finde ich eine geringere Anzahl realistischer. Ihr habt vielleicht aber in der Facebook-Gruppe auch schon Bilder gesehen, wo jemand eine Lampe an einem Auto oder einem Leuchtturm angezündet hat, die auf dem Foto in Wahrheit nicht an war. Das kann man auch machen und dann kann man die Anzahl der Sonnenstrahlen entsprechend höher stellen. Dann sieht es aus wie eine illustrierte Beleuchtung. Und das kurz zum Sonnenstrahlen Werkzeug. Kann auch die Wärme und die Wärme der Sonne selbst oder die Wärme der Strahlen noch verändern. Also das war das Thema Sonnenzentrum platzieren und Sonne einfügen. Also hier haben wir jetzt eine künstliche Sonne. Da kann man eine ganze Menge mit spielen. Ich wollte es jetzt gerne mal vorstellen. Was man auch machen kann, ist, das kam in Version 4.1 neu, das Sky Replacement. Das heißt, ich kann den kompletten Himmel austauschen gegen einen anderen. Relativ viel haben wir jetzt gesehen, die Standardhimmel, die Lumina mitgeliefert hat. Man kann aber, und das wird in der Zukunft hoffentlich öfter benutzt werden, ganz unten in der Liste auch anklicken, benutzerdefiniertes Himmelbild laden. Das heißt, man kann selber Himmel fotografieren, wenn man die gerade interessant findet, für spätere Verwendung und kann dann in Lumina den Himmel aus guten Zeiten in Fotos aus schlechten Zeiten verwenden. So, ich zeige jetzt hier nochmal einmal kurz den blauen Himmel in diesem Bild. Und jetzt sieht man, auf einen Schlag habe ich einen völlig anderen Himmel. Natürlich sieht jetzt auch meine Sonne doof aus in diesem Bild. Deshalb mache ich die einfach mal rückgängig. So, und jetzt habe ich hier ein sonniges Bild statt dem, was ich vorher hatte. Und auch hier den Vorher-Nachher-Vergleich. So habe ich es mal fotografiert als flaues Telefonbild. So sieht es jetzt aus. So, und das mit wenigen Mausklicks. Also Sky Replacement oder Himmel ersetzen ist ein wirklich schönes Tool, das viel Spaß macht und ja, im Moment natürlich sehr viele dazu anregt, das auch zu verwenden. Manche sind davon ein bisschen genervt. Gleichzeitig kleine Anekdote am Rande. Wer von euch die Foto-Community kennt, das ist eine der historisch schon lange existierenden Plattformen im Internet, wo sich Fotografen austauschen und Fotos zeigen. Ich kriege da immer noch den Newsletter. Und in dem Newsletter werden immer Bilder gezeigt, die gerade die Redaktion als besonders schick oder populär ausgewählt hat. In der letzten Zeit erkenne ich immer öfter, dass in dem Newsletter Bilder gefeatured werden, die eindeutig mit Lumina und mit den, ja auch teilweise mit den Standardhimmeln bearbeitet wurden. Also die Foto-Community-Redaktion hat es noch nicht ganz durchschaut. Insofern kann man damit noch richtig punkten, wenn man die Himmelaustauschfunktion in Lumina verwendet. Aber ich finde es immer noch auch eine klasse Sache, weil es Bilder einfach interessanter macht. So, jetzt gibt es hier die Funktion AI verbesserter Himmel. Die ist neu. Und ich spanne euch noch ein paar Minuten auf die Folter und gehe nochmal kurz zurück
zu meinen Kirchenbildern. Dazu nehme ich hier die Sortierung oder diesen Filter mit den Sternen nochmal raus, weil ganz oben gab es noch eine Kirche, die wir mal gerade rücken können. Da sind reichlich stürzende Linien. Da gehe ich jetzt mal rein. Doppelklick zum Bearbeiten. So, und dann gibt es hier zum Thema stürzende Linien. Dafür gehe ich hier auf den Tab Arbeitsfläche und habe hier einmal auch das Zuschneiden-Rotieren-Werkzeug. Das ist dasselbe, was wir hier mit dem Button oben, mit dem Raute-Button auch schon hatten. Hier finden wir auch noch die Werkzeuge Radieren, Klonen und Stempel. Auf die gehe ich heute mal nicht ein. Aber sind bekannte Werkzeuge, die findet ihr, wie gesagt, unter Arbeitsfläche. Das sind Werkzeuge, die sich in diese anderen Arbeitsbereiche nicht einordnen ließen, weil sie sich ja, anders verhalten als die normalen Werkzeuge. So, und da finden wir auch die Objektivkorrektur. Und die kann man benutzen, um stürzende Linien auszugleichen. Und zwar gibt es hier unten die Regler senkrecht, horizontal und drehen. Und die würde man jetzt hier verwenden. Und zwar in Kombination. Bei diesem Bild ist es so, das ist ja auch noch schief fotografiert ein bisschen. Da müssen wir mal schauen, inwieweit wir das jetzt gut gerade kriegen. Ich fange mit senkrecht an und schiebe den Regler mal nach links. Und dann sehen wir, dass die Kirche sich aufrichtet. Ich kann die Hilfslinien dazu verwenden und würde jetzt hier ungefähr eine gerade Kirche vor mir haben. Jetzt ist es so, das ist aber meine Erfahrung als Fotograf, dass unsere Augen gewohnt sind bei solchen Fotos, dass es stürzende Linien gibt. Deshalb korrigiere ich die meistens nicht komplett, sondern ich lasse die Kirche immer noch ein ganz bisschen stürzend stehen. Ganz bewusst, einfach weil unsere Sehgewohnheit bei Fotos das immer noch so macht. Aber das ist natürlich dann Ansichts- und Geschmackssache, wenn man das so machen möchte. So, was passiert, wenn ich die stürzenden Linien ausrichte, ist, weil das Bild ja gekippt wird, dass ich an den Rändern was verliere. So, jetzt kann ich zum einen aber erstmal das Bild nach unten schieben. Das heißt, hier mit XY schieben, kann ich mir Teile dessen nochmal zurückholen. Das heißt, mit Y schiebe ich das jetzt nach unten. Und zwar möglichst bis zum Rand. So, mehr Foto war da sowieso nicht. Und jetzt habe ich das Problem, dass hier rechts und links diese Ecken noch fehlen. Und hier ist es jetzt normalerweise so, dass man es nicht verhindern kann, dass man da einfach reinzoomen muss. Wenn ich außen genug Platz habe, dann kann ich manchmal auch mit dem Radierenwerkzeug Flächen wieder ausgleichen. Wenn da jetzt also einfach eine freie Fläche wäre, Bäume, ein Parkplatz oder irgendwas, was einfach vom Radierenwerkzeug nachzubauen ist, dann könnte man das eventuell auch wieder reinradieren. Da das hier aber Teile der Kirche sind, die fehlen, glaube ich nicht, dass das Lumina die automatisch dazu konstruieren könnte. Insofern bleibt mir jetzt nichts als das Bild zu zoomen. Das kann ich mit dem Zuschneiden-Werkzeug machen. Ich kann es aber auch mit dem Skalieren-Werkzeug machen. Das ist hier einer der Regler. Da ziehe ich jetzt so weit nach rechts, bis die verlorenen Ecken nicht mehr zu sehen sind. Und was ich jetzt noch machen könnte, wäre, wie man sieht, ist der Bildausschnitt jetzt ein wesentlich anderer. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre die Kirche je nach Interessenslage ein bisschen nach oben oder unten zu schieben. Also ihr seht, stürzende Linien ausgleichen, lässt einen immer was vom Bild verlieren. Das ist bei keinem anderen Programm anders. Das ist einfach eine optische Geschichte. Das kann man eben nicht anders lösen. Das Einzige wäre, dass man entsprechend nicht so stark skaliert und versucht, wenn das jetzt hier Natur wäre, ringsum die von dem Programm automatisch rekonstruieren zu lassen über das Radieren-Werkzeug. Doch, eine zeige ich noch, und zwar, weil ich es cool finde. Also hier habe ich mal ein Bild, das ist ziemlich schief gegangen. Also das ist ein iPhone-Bild, aber ich hatte Gegenlicht, das war ein bisschen diesig und der Sensor des Telefons war einfach überfordert damit. Also das hat nicht so gut geklappt, obwohl es ein schöner Tag war eigentlich.
Hier ist ein bisschen schwierig, das Bild noch zu retten. Also ich gehe mal auf den Bereich Wesentliches und fange an mit dem AI-Enhancer, das Bild grundlegend aufzupeppen. Das mache ich mal ungefähr so. Und bei ausgebrannten Himmeln, so wie bei diesem, klar, ich probiere das immer erstmal, aber ich sehe jetzt hier, die Sonne ist ausgebrannt, es sind merkwürdige Reflektionen zu sehen. Also hier ist so ein, zeigt sich dann so ein Regenbogen in der Mitte, der mit der iPhone-Linse zu tun hat. Da ist einfach nicht ganz viel zu retten. Und weil ich das schon weiß, lasse ich den AI Sky Enhancer auch gleich auf Null, weil was ich gleich machen werde, ist, ich werde hier tatsächlich den Himmel austauschen. So, was ich vorher noch mache, ist, dass ich den AI Structure, das Werkzeug benutze und ein bisschen die Struktur rausarbeite. Und mehr mache ich mit den Grundwerkzeugen auch nicht, weil ich lieber erstmal schaue, wie das mit einem neuen Himmel dann so aussieht. Und da nehme ich jetzt einen blauen Himmel, zum Beispiel den, muss mal gucken, welcher mir da gefällt, Blue Sky 4. Naja, es ist noch nicht ganz, was ich will. Der auch nicht. Ich brauche einen, da experimentiere ich selber gerade. Ihr seht, wie ich hier so vor mich hin suche. Und zwar seht ihr hier oben rechts einen Fleck. Und das ist die alte Sonne, diese ausgebrannte Stelle, so wie die Sonne vorher aussah. Und was ich brauche, ist ein Himmel, der mir hier eine Lücke lässt, weil auf die Stelle setze ich jetzt wieder eine Sonne. So. Standardmäßig ist die immer erstmal so ein bisschen links oben. Und die schiebe ich jetzt auf die Stelle, wo die Sonne vorher auch war. Und mache sie ein bisschen heller. So. Und jetzt kommt das der Sache schon etwas näher. Jetzt werde ich noch den Sonnenradius ein bisschen erhöhen und die Wärme. So. Und lass die Sonne erstmal so, geh nochmal zurück auf den Tab Wesentliches und benutze jetzt nochmal den goldene Stunde Regler, um das Bild insgesamt ein bisschen wärmer zu tönen. So. Und von hier aus ist es im Grunde jetzt reine Spielerei, noch einen passenden Himmel auszusuchen. Ich könnte zum Beispiel mal nochmal einen Abendhimmel ausprobieren. Ja, ne? Und man sieht, dass das ziemlich schnell funktioniert, dass die Sonne jetzt natürlich sich mit dem Abendhimmel beißt, weil die in dem Bild hier unten ist, aber ich könnte sie jetzt da unten hinsetzen oder damit experimentieren. Also hier sind ganz viele Möglichkeiten, um dieses Bild noch schöner zu gestalten und ein Bild, das eigentlich verunglückt war, zu retten. Ob sich das immer lohnt, ist so ein bisschen Geschmackssache, weil viele sagen, ich sage es meistens auch, ein Foto, das so richtig verunglückt ist, das kann man auch mit Bildbearbeitung nicht retten. Besser, man konzentriert sich bei der Bearbeitung auf die guten Bilder, weil da kann man richtig was reißen. So, insofern, dass der Ausflug dazu, weil jetzt kommt nämlich der Teil, den ihr vielleicht gewartet habt, ich weiß es nicht. Jetzt möchte ich euch gerne die neue Funktion Augmented Sky zeigen.